Guten Abend, lieber Falk. Einen zauberhaften guten Abend. Und hallo, liebe Zuhörer. Na. Sehr gut. Und ja, wir stehen hier. Ja, wo? Jetzt bin ich selber gespannt. Ich weiß wieder nix. Wir stehen am Ende einer Straße, die in ein Tal führt, wo irgendwie Leute stehen, glaube ich. Und wir waren gerade in einem kleinen Tempel und haben von einer Steintafel gelesen. Ist das so? Okay, und jetzt mal gucken, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Genau, hier, bei mir steht nämlich da, Saufnis Jürgrill, das ist der Name, wo wir gerade sind, Kapelle der Spinne. Wir sind in der Kapelle der Spinne und wir sind stolz. Ich mache jetzt trotzdem mal umschauen. Scheiß auf das, auf die Minute Sauerstoff. Genau. Genau. Das schwache Licht der Öllampe flackert über die Wände und wirft gespenstliche Schatten an die Wände. Der Raum ist vollkommen leer. Der einzige Ausgang ist östlich zum Tempel. Auf einem niedrigen Sockel ruht eine Steintafel. Und die haben wir die ganze Zeit angeguckt. Und okay, von ihr gelesen. Ich muss mich übrigens entschuldigen. Ich scheine ein wenig schnupferant zu werden. Ja. Man verzeihe es mir. Ich werde es auch nicht rausschneiden. Na toll. Ja, das würde mir auch nicht helfen. Ich muss es ja so auch ertragen. Genau, die Zuhörer leiden mit mir. Ja gut, aber du musst ja sowieso leiden, ja. Weil du musst ja hier mitmachen. Gut. Ja, was, so genau. Also gelesen haben wir ja alles. Ich würde sagen, wir gehen mal raus, nicht? Ja, spätestens wenn wir nicht weiterkommen, wissen wir, dass wir hier eventuell noch nicht alles gemacht genau. haben. Genau. Also nach Osten. So. Und jetzt stehen wir. Ach so, nee, jetzt sind wir im Tempel. Genau. Vorher waren wir in der Kapelle. Obwohl, Kapelle ist genau, die in einem genau. Tempel? Ach Gott. Genau, und wir sind halt hier in der, genau, jetzt sind wir im Tempel. Und hier geht es nach Norden eine große Steintreppe hoch oder runter. Das weiß ich noch nicht genau. Und die sind wir das letzte Mal noch nicht. Moment, sind wir das letzte Mal hier reingekommen, von wo auch wir immer kamen und sind dann nach Westen gegangen, oder? Nee, wir sind von hier dann einmal nach Norden gegangen, meine ich. Standen dann auf dieser Steintreppe oben, haben runtergeguckt, haben gesehen, dass da irgendwas Großes weitergeht und haben dann entschieden, okay, dann lass erstmal hier die Orte noch untersuchen. Also wie zum Beispiel Seitenkapelle. Ah, okay. Okay. Ja. Also, warte mal. Das Allerheiligste befindet sich südlich von hier. Westlich ist eine kleine Seitenkapelle, das ist da, wo wir gerade waren. Und die große Steintreppe liegt im Norden. Also ich nehme an, aus dem Allerheiligsten kommen wir. Also kommen wir im Sinne von... Nee, ich glaube... Also, ach so, ja, genau. In der mittelfristigen Vergangenheit kamen wir mal aus Süden, sind in der letzten Folge kurz nach Norden, aber dennoch nach Westen gegangen, in diese Kapelle und stehen jetzt wieder hier und können jetzt eigentlich nur nach Norden gehen. Ich glaube, jetzt haben sich alle schon verloren, aber wir gehen jetzt einfach mal nach Norden, ja. Nee, du musst ja jedes Wort einzeln hören und nee, ich glaube, es war ziemlich clever, was ich sagte. Stimmt. Auf nach Norden. So. Also du kannst mir natürlich auch jederzeit... also quasi akustisch zwischen die Beine grätschen. Ja. Nee, ist schon alles. Vielleicht gut. Auch nicht. Gut. Also jetzt sind wir nach Norden geschritten. Kehat vor dem Tempel. Ja, ein weiterer. Nee, warte mal, Moment mal. Ja, wir waren doch gerade in dem Tempel. Moment, da ist noch Text vorher. Ich habe mich verscrollt. Ich trete in das helle Licht hinaus. Ein atemberaubender Anblick bietet sich mir. Die Tempelanlage liegt in meinem Rücken und vor mir erstreckt sich die alte Stadt. Groß und steinern. Ein gewaltiges Muster aus Steinhäusern und Innenhöfen. Scheinbar unregelmäßig und doch nach einer unbekannten Gesetzmäßigkeit zusammengefügt. Ein lebendiges Kunstwerk aus Licht und Schatten. Kehath. Vor dem Tempel. Jetzt. Ich stehe auf der Spitze der großen Steintreppe, die zur Tempelanlage der alten Stadt hinaufführt. Ach, wir stehen unten. Okay. Moment, wo wir gerade sagen, ja, dann müssten wir ja unten. Nee, stehen. Warte, nein, die Tempelanlage, da sind wir ja gerade drin gewesen. Also, wir stehen an der Spitze der Treppe, die zur Tempelanlage führt. Die zur Ja, genau. Wir blicken ja runter auf die Stadt, stehen in der Tempelanlage. Und diese Straße führt zur Tempelanlage der alten Stadt. Also von der... Ach so, ja, okay, das heißt, wir gehen rückwärts. Nee. Also quasi. Ja, also der Text geht rückwärts quasi, ja.
Ja, genau, ja. So meine ich, ja. Okay, also, irgendwann werden auch wir das verstehen. die Stufen verbreitern sich nach unten hin und münden in ein dicht bebautes Viertel, von dem aus die große Stadt als Hauptverbindung die gesamte Stadt in Nord-Süd-Richtung durchzieht. Okay. Am Ende der Straße erkenne ich ein großes Areal, das durch eine massive Steinmauer umschlossen wird. Eine immense Ansammlung fremdartiger Wesen hat sich entlang der Straße versammelt. Die Menge erkennt das Kästchen in meiner Hand und bricht in lauten Jubel aus. Aha. Mhm. Viele winken mir zu oder deuten auf das Kästchen und ich sehe große Freude in den Gesichtern. Die wollen es wegnehmen. Alle erschießen. Im Schießen, wollte ich sagen. Im Süden liegt der Tempel und die Treppe führt nach Norden, hinunter zur großen Stadt. Schön. Das Geile ist ja, wir haben das ja schon mal gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal auch schon das Kästchen in der Hand hatten. Tatsache, wir standen schon mal auf dieser Treppe und sind dann ja nochmal zurückgegangen, ja? Da müssen sich die ganzen Wesen... Dann haben die wahrscheinlich gesagt, euer Nudum. Ja, da müssen sich die Wesen auch ein bisschen veräppelt vorkommen. Yeah! Oder wir glauben nur, dass wir das letzte Mal schon gemacht haben. Was? Oder wir glauben nur, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, ich bin mir sehr sicher. Übrigens stelle ich fest, ich glaube, das habe ich auch bestimmt schon das letzte Mal festgestellt, in der letzten Folge. Manche Wörter sind blau. Was? Ja, gut, da kann ich jetzt nichts für. Nein, unsere Sauerstoffanzeige ist nicht da. Stimmt, wir sind einfach nur stolz. Sind wir gerade befreit von Fehlern. Mhm. Oder es läuft im Hintergrund weiter, man weiß es nicht. Und wir sind zu stolz. Ja, es das zu. Glaub ich nicht. Also für die das nicht sehen, gerade... Oben steht einfach stolz da, dort, wo sonst normalerweise unsere Sauerstoffanzeige abgebildet ist. Korrekt. So, und ich würde sagen, manche Wörter sind blau, das bedeutet, manche Wörter sind hervorgehoben, die wir angucken können. Und dazu zählt die Stadt, die Hauptverbindung, das Areal und das Wesen. Die Wesen. Und die Steinhäuser. Stein? Ah, stimmt. Und wäre das ein Live-Programm, könntet ihr, liebe Zuhörer, jetzt abstimmen, was wir zuerst angucken sollten. Leider ist es kein Live-Programm. Also, Falk, sprich für das Volk. Stadt. Okay. Vom Großen ins Kleine. Na gut. Schaue Stadt an. Stolz und erhaben liegt die alte Stadt vor mir. Die Schutzmauern sind mächtig und die Häuser scheinen für die Ewigkeit gebaut zu sein. Wie ein Patchwork aus Gebäuden und Innenhöfen zusammengefügt zu einer großen, gleichmäßigen Struktur. Hm, schön. Übrigens, ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt erst durch Knopfdruck gekommen. Ja. Ganz unten stand noch ein Satz, und zwar, die Wesen warten ungeduldig auf mich. Ja, das stand bei mir auch. Achso, ich habe es nicht vorgelesen, weil es kam bei mir erst nach. Die warten sehr ungeduldig, genau. Ja, dann gucken wir doch erstmal noch die Schutzmauern an oder wollen wir die Hauptverbindung angucken oder? Nein, wir müssen in der richtigen Reihenfolge durchgehen, Simon. Du bringst alles durcheinander. Ja, wir müssen jetzt die Steinhäuser anschauen. Aha. Du merkst, dass dein Plan nicht aufgeht, wenn es dann um das große Areal geht, oder? Obwohl doch. Ja. Nee, weil das Areal ist nämlich größer als die Steinhäuser, aber gut. Ja, das stimmt. So, also schon. Naja. Ja, nee, aber ich gehe so, wie sie in der textlichen Reihenfolge. Deine Struktur bricht gerade zusammen. Ja, ist egal. Also, die Häuser sind streng nach einem geometrischen Muster angelegt. Okay. Sie haben flache Dächer und jedes Haus hat einen privaten, lichtdurchfluteten Innenhof, was der alles von da oben sieht, ey. Eine Hochkultur in ihrer vollen Blüte. An den Steinwänden bricht sich das Licht. Welchen Steinwänden? Allen. Und welchen, warum bricht sich das Licht dort? Das stolpert vielleicht. Ja, aber das Licht wird vielleicht reflektiert, ja. Aber nicht refraktiert. Das weißt du noch gar nicht, da steht gar nicht aus welchem... Steinwände. Sind die aus Glas oder was? Glas ist so gesehen auch nur... Sand. Nicht? Okay, also... Und? Wir sind hier kein Philosophie-Podcast, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe. Na dann, schaue Areal nächste. An. Ja, okay. Das Areal ist von hier nicht einsichtig. Dazu ist die Mauer zu hoch. Ach so, diese besagte Schutzmauer. Siehst du? Ja, okay, ich habe ja gesagt, die wollen wir anschauen. Aber nein, also, jetzt Schutzmauer, ja? Richtig. Gut. Wie ein Ring umschließen die Schutzmauern...
Die Randbezirke der Stadt, sie geben keinerlei Anlass zu zweifeln, dass sie jeglichen Ansturm standhalten. Aber dennoch, sie können sie niemals aufhalten. Sie. Also ich glaube, da ist die Spinne gemeint hier. Ach so. Übrigens, berühmte letzte Worte. Ich glaube, sowas hat man im Mittelalter auch gesagt, bis dann das Pulver erfunden wurde, was die Mauern einfach wegsprung. Ja, das stimmt, ja. Ja, das hält, das hält. Bam! Wow! Na gut. Ja, die haben ja unser Multifunktionstool noch nicht gesehen. Stimmt. Und so, wie hieß das? Es gab doch mal so ein Dremel. Weißt du noch? Jetzt mach ich ja noch Schleichwerbung. Ja, wer hat doch dafür bezahlt? Ach so, stimmt. Ups, jetzt habe ich gesagt, dass ich die ganze Kohle einstecke und du kriegst davon ja gar nichts. Anderes Thema. Wollen wir noch was angucken? Ich würde gerne die Hauptverbindung anschauen und dann gehen wir mal an die Mauer, glaube ich. An die Mauer? Die Leute da unten warten ungeduldig auf uns. Ja gut, dann stehen die wohl vor der Mauer oder wie? Oder da was? Bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil er beschreibt ja so diese Stadt und er sieht da alles. Aber wenn die Mauer so hoch ist, ja, dass er gut, das Ari, wir sind ja oben. Keine Ahnung. Okay, lass uns doch mal die Hauptverbindung. Ja, was liest vor? Die Alten haben die große Stadt exakt in Nord-Süd-Richtung angelegt. Die Breite ist imposant und sie führt bis an ein Areal weit im Norden, das durch eine Mauer eingegrenzt ist. Ah, okay. Das heißt, nicht die ganze Stadt ist von dieser Mauer umringt, sondern es ist nur dieses Areal. Und deswegen können wir auch ganz gut die Leute und die Gebäude sehen, aber eben, naja klar, hinter die Mauer kann man schlecht gucken. Es sei denn, die Mauern sind aus Glas und das Licht bricht sich darin. Ja, was sie aber offensichtlich nur teilweise sind, denn zwar bricht sich das Licht, aber wir können nicht genau anschauen. Das ist also ein gut, besonderer egal. Stein. Vielleicht Milchglasstein. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir aber nach Norden, oder? Also runter die Treppe. Die Treppe runter. Im Süden liegt der Tempel, da kommen wir her. Ja. Und die Treppe führt nach Norden hinunter zur großen Straße. Haben wir uns die Straße schon angeguckt? Ja, nee, lass uns runtergehen. Schaue Straße an. Nee, da kommt nochmal derselbe Text. Okay, also ich bin ach schon mal so, runtergelaufen. Die Hauptverbindung ist die Straße. Ja, warum auch nicht? Na gut. Ne? Warum? Ich bin jetzt hinter dir hergerannt. Das macht jetzt eigentlich so sogar Sinn, ja. Hechel. Ja, wir sollten das früher aufnehmen, Simon. Dann, wenn unser Gehirn noch funktioniert. Sprichst du jetzt von dir? Meins funktioniert super. Entschuldige, ich rede scheinbar wirr von meinem. Ja. Richtig. Ich verstehe auch den Text nicht. Ich schreite es langsam und würdevoll die Treppe hinunter und erreiche schließlich die alte Stadt. Ich nehme an, das S ist zu viel. Je tiefer ich hinabsteige, desto dichter und unüberschaubarer wird das Gewirr aus engen Gassen. Jetzt sind wir im Wirrwarr. Im Wirrwarr aus verwinkelten Gassen habe ich schnell die Orientierung verloren. Wieso denn verwinkelte Gassen? Punkt. Stand da oben nicht hier von wegen geometrisch und alles ganz genau angelegt und so? Ja, aber links und rechts von der Straße doch nicht. Ah ja. Na gut. Und jetzt? Was ist denn mit den Leuten hier? Wo sind denn die? Ja, das soll mir auch. Wirrwarr. Wie? Also, warte mal, ich schaue mich mal um. Wir sind jetzt hier im Wirrwarr und verzweifelt suche ich nach der richtigen Richtung, aber keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Haben wir einen Kompass oder so? Oder? Haben wir tatsächlich, oder? Ein Handy, wo wir drauf gucken können. Wir geben ein Inventar ein. Inventar? Nee, haben wir nicht. Wir haben ein Kästchen, das haben wir in der Hand und die netten Herren, die hier irgendwo sind, die haben ja auf das Kästchen geguckt. Eine Öllampe, einen achteckigen Metallring, eine Vision und ein weites, weißes Gewand, welches wir angezogen haben. Moment mal, kann das sein, dass wir immer noch irgend so, deshalb haben wir wahrscheinlich auch keinen Sauerstoff-Dings der Booster? Ja. Denn wir sind wieder in so einer Art Vision oder sowas. Das ne? mag stimmt. sein. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir natürlich auch kein Multifunktionstool. Richtig, aber irgendwie haben uns ja alle begeistert angeschaut. Wo sind denn die wegen dem Kästchen, vielleicht sollten wir das mal aufmachen. Ja gut, aber wo sind die ganzen Leute? Also weißt du? Na, ist mir da egal. Nee, wir sind oben an der Treppe, unten steht eine Menge. Vielleicht machen die Geschäfte um 8 zu und die mussten nochmal schauen. Okay, sollen wir es aufmachen? Also wollen wir das Kästchen aufmachen? Okay.
Öffne Kästchen. Nur einer kann es erwägen. Ja, und das bin ich. Na, hätte ich jetzt auch gesagt, aber gut. Wir können es ja vielleicht anbrennen mit der Öllampe. Aufbrennen. Nee, da geht's kaputt. Ja, aber das Kästchen ist das ja egal. Ein, wir wollen nicht einen, ne? Na gut. Sonst würde er dastehen, nur eine kann es entriegeln, nämlich die Öllampe. Ja, okay, macht Sinn. Nee, ich habe, warte mal. Oder der Metallring. Also wir wissen jetzt gerade tatsächlich nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Allerdings haben die, warte mal, ich guck noch mal. Du könntest noch mal zurückgehen. Die Wesen warten ungeduldig auf mich. Wir können noch mal zurückgehen vielleicht. Also wir sind ja nach Norden. Ich probier's mal aus. Nee. Ich irre ziellos in dem Wirrwarr an Gassen hin und her. Das ist ja unschön. Ich gehe mal nach Westen. Geht auch nicht. Nach, wo waren wir noch nicht? Osten. Nee, also wir wirren hier, wir irren im Wirrwarr hin und her und finden nichts. Sag mal, ja. Ich habe mich gerade mal selber angeschaut und da fiel mir wieder ein, dass wir doch, irgendwie gab es doch immer so Dinge, die wir auf den Bildern gesehen haben. Ja. Die man dann machen musste, irgendwie. Genau. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vielleicht ist das jetzt irgendwie, ist das nicht das dritte Mal, dass wir jetzt so eine Vision haben? Vielleicht. Wir hatten doch irgendwas mit Hören, irgendwas mit Sehen, irgendwas mit Riechen. Anfassen oder ja, was? Genau, also angefasst haben. Aber warte mal, na, das war so, wir mussten das Symbol, was da an der Wand war, in unserer realen Welt, also auf Mars halt, mussten wir anfassen und dann ist was passiert. Dann haben wir, glaube ich, was an irgendwas gehorcht und dann ist die Vision gekommen. Also so kamen wir ja immer in diese Visionen rein. Ach guck mal, wir haben im Inventar auch eine Vision drin und da ich mich nicht erinnere, schaue ich mir die jetzt mal an. Schau Vision an. Hm. Es ist nur eine Vision. Oh, vielleicht können wir daran hören. Horch an Vision. Nee, ist nur eine Vision, okay. Es gibt hier noch einen achteckigen Metallring. Den schaue ich gerade noch mal kurz an. Ein achteckiger Metallring. Ein achteckiger Metallring. Vielleicht hätten wir den irgendwie benutzen können oder so. Ich bin. Ja. Weiß ich auch nicht. Gehe zurück. So etwas kann ich hier nicht sehen. Schade. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich versuche ja gerade mal mit den Wesen zu sprechen, aber wie haben sie sich genannt? Wesen, das waren einfach nur Wesen. Das geht aber auch nicht. Nee, weil ja, sind ja keine mehr da, ne? Vielleicht ich schaue mich noch mal kurz um, was genau. Ja, also von hier führen Gassen in alle erdenklichen Richtungen. Ich gehe jetzt einfach mal mehrmals nach Norden. Aber es geht, bringt nichts. Also hätte jetzt so sein können, dass der einfach sagt, okay, pass auf, man muss halt dreimal um die Ecke gehen und dann ist man eben da. Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Das stimmt, ja. Ich schaue nach oben. Ich sehe nichts Unerwartetes in diese Richtung. Okay, schaue nach unten. Nichts Unerwartetes. Ich hab was denn? Schau mal das Gewand an. Schau Gewand an. Ah, das Gewand fällt nicht nur locker von unserem Körper, sondern es ist auch mit zahlreichen Symbolen bestickt. Schau. Genau. Die Symbole sind in einem Band um das Gewand herum angeordnet und schillern in allen erdenklichen Farben. Das hatten wir schon mal gelesen, aber was möchtest du damit machen? Gut, ich weiß nicht. Ich dachte jetzt, hab bloß ein neues blaues Wort gesehen, dachte ich mir, wuhu. Yeah. Okay. Gut, okay. Wollen wir die an den Symbolen, also, wollen wir mit denen interagieren vielleicht? Und mal ins Inventar. Wir könnten ja zum Beispiel den Metallring an die Symbole halten oder so. Also. Oh. Ja? Ich habe eingetippt, horch an Symbolen. Aha. Aber ich glaube, er hat es einfach nur als horch mal irgendwie interpretiert. Und das gibt die Antwort, ich höre die Menge im Osten in einiger Entfernung. Interessant. Rufen. Also würde ich sagen, bei mir steht, dass er es im Süden hört. Ja, weil ich bin doch jetzt x-mal woanders hingelaufen. Das ist interessant. Okay. Ich gehe mal Richtung Osten. Ich gehe Richtung Süden. Ich komme der Menge ein gutes Stück näher. Okay. Ja. Ach so, dann und jetzt noch mal horch an Symbolen.
Ah, wie cool. Ich muss jetzt nach Südosten. Ich höre die Menge. Ja, ich muss nach Nordosten. Cool. So, okay. Ich komme der, okay. Genau, wir kommen der Stimme, den Stimmen. Ich muss nochmal nach Nordosten. Ich muss nach Süden. So, nochmal an Horchen. Im Nordosten. Norden. Yeah, ich auch. Cool. Das war schön. Das fand ich gut. Ja. Das war schön. Ich trete aus dem Wirrwarr an Gassen auf die große Straße hinaus, wo die Menge schon ungeduldig auf mich wartet. Hätten wir mir abholen können. Hey. Je näher ich der Menge komme, desto leiser wird es. Hm. Und als ich schließlich stehen bleibe, verstummen die Wesen ganz und starren wie gebannt auf das Kästchen. Die breite Gasse, die in der Menge entstanden ist, schließt sich augenblicklich hinter mir. Hm. Jetzt sind wir zotat auf der breiten Straße. Ich befinde mich auf der Hauptstraße durch die alte Stadt. Weit im Norden kann ich eine hohe Mauer erkennen mit einem großen Tor in der Mitte. Ich bin vollständig im Pulk der Menge eingeschlossen. Ringsum ragen die Mauern der dicht stehenden Häuser auf. Die Wesen stehen still um mich und warten darauf, dass ich mich weiter bewege. Mhm. Machen wir doch ein Päuschen hier. Gut, ich glaube, Tor, ja, ich glaube, das Tor interessiert mich mal. Schau ja. Tor an. Ein großes und schweres zweiflügeliges Tor mit schweren Bronzebeschlägen. Bronzebeschlägen, Entschuldigung. Ich habe mir mal die Menge angeschaut. Ja, der Rest ist, ja. Hier unten kann ich mehr Details erkennen. Die Wesen sind männchenähnlich, mit langen und dünnen Gliedmaßen und schmalen Köpfen. Viele blicken mich freundlich an. Die Menge wogt ungeduldig hin und her. Sie warten darauf, dass ich die Prozession weiter die Straße entlang führe. Aha, das ist eine Prozession. Ja, das ist alles, oder? Wenn 1000 Menschen, würde ich jetzt das sagen. Das könnte auch eine Demonstration sein, Aufstand oder einfach nur ein Marktplatz oder so. Oder irgendwie wird ein neues Add-on von World of Warcraft verkauft. Weiß es nicht. Schaue ja, Häuser an. Nee, aber also hier kann man nichts wahr. Also der Text, das ist nichts Neues. Die Häuser stehen einfach nur dicht herum. Nee. Bei mir steht das. Ah, stimmt. Oh, ich habe jetzt wieder. Von hier unten sehen die Häuser noch imposanter aus als von oben. Mächtige Steingebäude mit wenigen kleinen Fensteröffnungen, die Staub und Hitze abhalten sollen. Die Menge setzt sich jetzt langsam in Bewegung. Wortlos werde ich vorwärts geschoben, ohne Möglichkeit auszuweichen. Zahlreiche Nebenstraßen und Plätze werden passiert, bis schließlich das Ziel erreicht ist und ich vor dem großen Tor und der Mauer stehe. Ja, sehr cool, muss man sich nicht mehr bewegen. Also schon, aber wir nicht. Ja, passiv. Also unsere Finger, meine ich. Jetzt befinden wir uns an einem Ort, dessen Name ich nicht aussprechen kann, aber wir sind am Ende der breiten Straße. Ja, Guatla, ist doch ganz einfach. Ah ja, klar. Die breite Straße endet hier vor der gewaltigen Steinmauer. Der kleine Vorplatz ist von dicht stehenden Häusern umgeben. Ein riesiges doppelflügeliges Tor ragt hier vor mir auf. Der einzige Weg, um in den Bereich hinter der hohen und massiven Steinmauer zu gelangen. Ah ja, klopfen, oder? Wahrscheinlich ist der Schlüssel in unserem Kasten drin oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja gut, dann öffne Tor, oder? Ja, wir können ja mal oder? Sagen, öffne, genau. Öffne. Dazu bin ich allein niemals in der Lage. Ja, dann wirft die Leute davor, Mensch, muss man immer alles schreiben? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Schau Tor an, also vielleicht nochmal von hier gucken. Das Tor ist groß und schwer und soll sie daran hindern, in die Stadt zu gelangen. Plötzlich öffnet sich das große Tor langsam. Die Lager geben ein lautes Knarren von sich, als sich die schweren Flügel langsam nach innen drehen. Stillschweigend steht die Menge da und wartet, bis das Tor vollständig geöffnet ist. Siehst du, man muss hier nichts machen. Das ist wie beim Supermarkt, ne? Man geht da so hin, da geht die Tür halt auf. Ja, es ist eigentlich wie beim Tiefgarage verlassen. Darfst du auch erst durch, wenn die Tiefgaragentür ganz offen ist. Vorher ist nämlich die Ampel auf Rot. Ja, die sind schon sehr fortschrittlich mit ihren Mechaniken hier. Ich meine, so ein großes Tor muss doch erstmal bewegen, ne? Ja. So. Da stehen wahrscheinlich zwei Trolle oben auf der Tür. Wahrscheinlich, so. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir jetzt also durchgehen? In der Richtung gibt's nicht, aber ich nehme mal an, warte mal, nach Norden, oder? Weil es ging ja die ganze Zeit nach Norden. Durch Tor. Allerdings, nee, damit kann er leider nichts anfangen. Na, witzig steht bei mir, ein Gedanke geht mir durch den Kopf.
Geh durch Tor. Ich zweifle langsam an meinem Verstand. Also crazy Idee hier, gell? Ich hab eingegeben, tritt ein. Ich kann nicht in diese Richtung gehen. Ich tippe Norden ein. Okay. Oder es geht. Sehr gut. Ja. Willst du? Na gut, ja. Ich schreite voran. Nase, ja, okay, dann schnäub die Nase und ich lese vor. Ich schreite voran durch das Tor hindurch und die Menge folgt mir nach. Gnadnacht Opferstätte. Oh, mir kommt ein Gedanke. Wir werden nicht geopfert, wir sind der Opfernde. Hoffentlich. Die gewaltige Steinmauer grenzt an einen großen rechteckigen Platz ein. Die Opferstätte. Ringsum sind für die Zuschauer große Treppenanlagen angeordnet. Im Zentrum befindet sich ein großes Podium, etwas erhöht mit einem Opferaltar. Die Wesen warten darauf, dass die Zeremonie beginnt. Das riesige, doppelflügelige Tor ragt hinter mir auf. Der Gebieter betritt die Szene. Es bewegt sich langsam auf mich zu. Schließlich bleibt er dicht vor mir stehen und breitet seine Hände aus. Tja, Handschlag. Ja, High five! Sehr gut. Gut, ja, ich weiß nicht, wollen wir den jetzt umarmen? Spätestens jetzt wird's. Lass ihn mal umarmen. Nee, wir geben ihm das Kästchen und gehen. Umarmgebieter. Hier ist Konzentration gefragt. Was? Oh, wieso? Gott. Der hat auch seine Händchen ausgebreitet. Schau Podium an. In der Mitte des Platzes ist ein großes Podium errichtet worden mit einem Opferaltar, damit ihr Hunger gestillt werden kann. Der Gebieter. Ich habe ja das Gefühl, dass das hier gleich ganz schön blutig der wird. Der Gebieter nimmt das Kästchen an sich, steht es bei mir. Nee, das steht bei mir noch nicht da. Ja. Ich gucke mal den Opferaltar. Meins hat er schon weggenommen. Jetzt hat es bei mir genommen. Der Opferaltar ist leer. Das ist Teil des großen Plans. Der Gebieter nimmt das Kästchen an sich. Arschloch. Oh, das habe ich jetzt gar nicht laut sagen wollen. Er hat es nicht gehört, glaube ich. Gut, und jetzt? Geht die Folge noch weiter? Sind wir schon wieder durch? Das ja, oder? Ist ja, also ich würde sagen, das ist doch ein gemeiner, aber guter Punkt zum Aufhören, der sicherstellen wird, dass unsere Zuhörer hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Denn es wird ja gerade spannend. Denn es könnte sein, dass wir bald auf diesem Tisch liegen. Ja, außerdem müssen wir noch bei solchen Cliffhangern müssen wir noch eine Paywall auf unserer Webseite Stimmt. packen. Bezahlt jetzt. Zahl Eintritt und tritt ein. Genau. Oder wie war das bei Herr der Ringe? Finde ich gut. Du solltest Textschreiber werden für die Marketingindustrie. Paywalls. Für Paywalls, genau. Sehr gut. Ja. Gut, da würde ich sagen, bis bald, liebe Zuhörer und Falk, bis zur nächsten Folge und mal gucken, ob wir dann geopfert werden oder nur zugucken, wie jemand anders geopfert wird. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschö. Tschüss.